So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Worker and Resources. Der Enthusiasmus ist immer noch da und ja, wir haben gerade die Baubüros geplant, aber ich habe eine wichtige Sache, die ich unbedingt auch noch bauen will. Und zwar, es ist auch ein Baubüro, aber ein Helikopterbauamt. So. Das wird uns aber nichts bringen, weil die Baustoffe nicht abholen dürften. Aber das kriegen wir geregelt. Deswegen würde ich sagen, setzen wir den hier mit hin. Ich fand das erst ziemlich weird. Ah, da führt die Straße lang gerade. Okay, wir müssen warten, bis die hier weg sind. Und so. Dann müssen wir das hier mal temporär so umschiffen. Der fährt doch noch geradeaus? Nee, ich dachte schon. So. Weil die sind halt super schnell. Und hier haben wir die auch relativ zentral. Das hilft für die weiteren Sachen doch schon enorm weiter, würde ich sagen. Sind die ungefähr auf einer Höhe? Nee. Das müssen wir nochmal besser machen. Das passt noch nicht ganz. Und die Helikopter ragen sehr weit über ihre Kante. Das sah semi-gut aus. Ich würde mich hier mal an dem orientieren. Dem Kasten. Dann setzen wir es so ein bisschen weiter weg. Und unbedingt die Treibstoffzufuhr. Die machen wir natürlich weiter weg. So. Kriegen auch Kiesstraßen. Ich meine, da können ja auch nochmal Fahrzeuge rein. Von daher ist das gar nicht so verkehrt. Oh. Dann müssen die anderen sich damit arrangieren. Was beschleunigt den Bau aller Sachen im Umkreis von 3 Kilometern dann enorm. Bis hier hinten, hoffe ich. Weiß gar nicht, was 3 Kilometer sind, aber selbst wenn wir das Bauamt hier angucken, kann das bis wohin bauen? Ja, alles, nicht? Also, das kann bis hier hinten die Dinger bauen. 3 Kilometer sind halt echt viel. Wir können ja mal das Messtool benutzen. Dafür ist es da. Okay, das sind 3,5 Kilometer. Aber von der Stelle. Keine Ahnung, warum er da angefangen hat. Da habe ich nicht geklickt, aber ist okay. Hä? Alle Punkte zurücksetzen. Hä? Er fängt irgendwo an zu messen. Wenn man zu weit weg ist anscheinend. Alle Messpunkte löschen. Da anfangen. Okay. Jetzt nochmal ordentlich. 3,5. So, bis hier hinten. Den Radius würden wir abdenken mit Bauen. Da wären alle Sachen mit drin, die irgendwie vorkommen könnten. Die in diesem Let's Play gebaut werden, würde ich sagen. Dann können wir uns auch gleich 2 davon gönnen. Aber was ist natürlich, man muss wissen, dass die ihren extra Landeplatz brauchen. Und das können wir doch gleich mal vorsehen. So. Das ist... Oh, wo waren das? Ich habe das erst einmal gehabt. Fracht hier. Frachthubschrauberlandeplatz mal 3. Klingt erstmal dumm, aber ich würde schon sehen, dass wir das hier irgendwie unterbringen. Und hier ist ja eine Straße, die wir uns gelassen haben. Hm. Das ist zum Beispiel jetzt so ein Ding. Ah, doch, so rum. Nee, Ding... Doch. Doch, doch, genau, so rum. So rum können wir den spiegeln. Das nicht klappt, wollte ich gerade sagen, aber doch klappt. Wir können auch andere Sachen rein und raus geliefert bekommen, aber haben wir jetzt nicht. Und ich lasse mal da Platz, falls wir doch noch andere Bauindustrien hier hinsetzen wollen. Dann machen wir so einen Übergang hin. Wo verstecken die sich? Das sind die Dinger hier. Ah, zu eng.
Ja, ein bisschen zu eng. Okay, kriegen wir nochmal hin. Dann bauen wir erst den Übergang. So, und dann das Bauamt. Schrägstrich Transporterplattform für Heli mal 3. Spiegeln, drehen, so rum. Genau. Und richtig gedreht ist es auch. Sieht halt... Nee, ist es nicht. Warte doch mal. Können das hier an dem Ding orientieren. Okay, die sind genau gleich. Dann ist es doch richtig gedreht. Jetzt müssen wir es aber drehen. Ja, passt. Und... So. Sieht trotzdem krumm aus. Ich weiß nicht wieso, aber es sieht krumm aus. Hier wollen wir theoretisch vorbeigehen können. Machen wir hier so ein... vielleicht so eine Kreuzung auf der Höhe. Also erst den. Ich will ja keine Kreuzung, nicht wahr? Okay. Machen wir das so, dass die da rankommen, dass der da rankommt. Und das hier lassen wir dann offen, obwohl... Ah, wartet mal. Ja. So passt das doch. Stau. Und dann priorisieren wir das mal. Dass sie die Straßen zuerst bauen würden. Und warum ist Stau? Weil die nicht weiterfahren dürfen wahrscheinlich. Doch, weil kein Bitumen da ist. Warum ist kein Bitumen da? Der wird doch hergestellt. Die befüllen sich. Ja gut, Bitumen sind... 5 LKW sind vielleicht zu viel. Wir haben aber sehr viel Treibstoff. Das heißt, wir könnten einen von den Bitumen-LKWs umlabeln. Und sagen, der kriegt jetzt eine rote Färbung. So. Und ich glaube, der kann hier nicht wenden, nicht? Er kann erst wenden, wenn die anderen fertig sind. Ja gut, Details. Details. Kann ich manuell wenn sagen? Auch nicht. Könnt ihr ihm kurz eine Straße hier hinsetzen? Dann dürft er wenden, glaube ich. Achso, oder er wendet hier an der. Ja, okay. Alles klar. Ja, es sind halt nicht genug Arbeiter drin. Das wird sich dann auch mit der Schiene und so weiter alles klären. Können wir hier hinten auch schon mal vorsehen, oder? Betongleise. Oh, hier müssen wir dann irgendwie hochkommen. Geht auch easy. Okay. Und ich würde... Diese Brückenmischung, die wir neulich hatten, die finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Jetzt ist nur die Frage, kommen wir über eine Autobahn mit der Brücke? Nein. Und die geht so ein bisschen zu weit nach unten, hatten wir festgestellt. Könnte für ein Industriegebiet ein bisschen blöd sein. Wir könnten hier ein Stück höher kommen. Das machen wir auch. Okay, also, dann gehen wir nicht auf 12, sondern 15 Meter hoch. Und zwar auch noch gerade. Ja, vielleicht. Und dann können wir die nehmen. Bauen wir die gleich aus Elektro? Ich weiß nicht, ob man die upgraden kann. Ach komm, wir machen sie erstmal nicht. Nee, das ist die falsche. Ich wollte die hier. Weil die hat einen richtig schönen breiten Pfeilerabstand. So geht, so nicht. Warum? Ist hier irgendwo was?
Ah, der ist... Wir sind zu dicht hier rangekommen. Kann das sein? An diese Kurve. Hm. Dann machen wir es doch lieber so. Dass wir vielleicht nur bis hier gehen. Forschung abgeschlossen. Ah, dann kommen wir nämlich besser rüber. Dann haben wir hier doch ordentlich Platz, links und rechts. Oh. Und dann kommen wir hier in diesem Ding an. Wie wir hier rüber gehen, das wird sich dann noch zeigen. Aber da die Schiene ja hier losgeht, denke ich mal gerade rüber. Könnte sein, dass wir vielleicht einen U-Bahn-Tunnel quasi oder einen Tunnel bauen. Das wird sich zeigen. Kunstdünger ist fertig. Dann erforscht ihr jetzt Trennung vom Metallschrott. Ihr erforscht gar nichts. Und ihr erforscht noch das. Okay. Sehr schön. Zufriedenheit ist auf 92 und steigend. Gesundheit ist auf 91 und steigend. Globale Pandemie. Ja, okay. Die kann ich nicht verhindern. 38% weniger. Und danke für den Follow, Kirabu. Alkoholkonsum kann ich nicht verhindern. Na gut, doch. Ich könnte ihnen keinen Alkohol geben, aber dann wären sie unzufrieden, ne? Schlaganfall oder Herzanfall. Wir haben schon die besten Ärzte in der Stadt. Da können wir auch nichts mehr ändern. Wir haben zwei Krankenhäuser, sogar eins mit Hubschrauber, eins mit normalen Autos und sogar ein kleines Ding. Also sollten wir da eigentlich eine gute Versorgung haben. Warum haben die hier noch nicht mit Bauen angefangen? Weil ich die Straße nicht angeschlossen habe. Ich dachte, das reicht, wenn hier Wege sind. Ah, geht nicht. Okay, gut zu wissen. Umso besser bauen wir erstmal die Baubüros fertig. Und ich beschleunige das Ganze mal. Im langsamen Beschleunigungsmodus. Steuerung 1, Numpad 1. Dann ziehen die Tage vorüber. Das Geld steigt auf jeden Fall. Wir können ordentlich investieren. Und das machen wir auch. Ich meine, allein die Hubschrauber werden uns 1 Million kosten. Forschung abgeschlossen. Das ist die erweiterte Technik. Dann können wir jetzt in der Uni die, weiß nicht, Fließbänder. Wow. Okay, also von der Forschung waren wir noch nie so weit. Kunststoffe würde ich aber erforschen, weil wir unbedingt die Sachen brauchen. Oh, das ist der schnelle Modus. Der ist schlecht, weil jetzt sind die Arbeiter, werden dann nicht berechnet in dem Modus. Das ist immer ungünstig, denn werden die unzufrieden und krank. Ja, und wenn die Baubüros hier fertig sind, dann bauen wir das Baubüro für die Züge. Ah, vorher lohnt sich das noch nicht. Allein die Autos kosten auch nochmal 1 Million. Hubschrauber ist frei. Er wartet noch. Zu wenig Bitumen. Dafür exportieren wir mehr Treibstoff. 169.000 letzten Monat. Das, wir haben zu wenig Einwohner, ne? Pflanzen sind voll da. Stoffe sind keine da. Heißt auch, es wird kein Stoff hergestellt. Obwohl die hier gut arbeiten. Wir bauen halt zu viel. Man merkt immer direkt, wenn man baut. Oh, und das hier. Hat sich das wieder zurückgestellt? Das ist schlecht. Ich glaube, wenn ich das so mache... Dann startet der das auch, aber dann sind die wenigstens alle übernommen. Achso, der ist ja fertig. Und die Sachen sollen ja gebaut werden. Dann laufen die da nämlich nicht arbeiten. Ich glaube, die laufen da nämlich auch manuell sonst hin. Den Bahnhof, okay, den habe ich nicht erwischt. Das war aber schon auf 5. Okay. Kann er nicht.
Kann man da was eingeben? Nee. Ah, 0 ist auch okay. Dann läuft da keiner hin. Wir können eine Fähre bauen. Gut, ich habe, obwohl eine Fähre von hier nach da oder so. Oder nachher von da hinten in die Buchten einzeln, wenn man da was bauen würde. Könnte schon nicht so schlecht werden. Weiß nicht, ob unsere eigene Fähre außerhalb der Karte fahren dürfte. Denn auf der Seite könnte das wiederum Sinn machen dann. Ja, ich habe die Karte ja auch nicht fertig gestaltet, nicht? Das dauert einfach ewig, wenn man sich viel Mühe gibt. Aber ich finde, die Seite, die wir die ganze Zeit angucken, die muss halt hübsch sein. Und ein bisschen was zum Gucken haben. Aber die andere Seite, die soll flach zum Bebauen sein. Wobei das Spiel eins der besten ist, was darum geht, wenn man Höhen oder so bauen muss. Also bei SimCity oder City Skylines war es die Pest, wenn man irgendwas einen Berg hochbauen musste. Es macht halt keinen Sinn. Doch die meisten anderen Spiele, haha, wir bauen Höhen ein, aber eigentlich kannst du auf Höhen nichts bauen. Und du verlierst 80% der Baufläche. Das ist hier so ein bisschen anders. Berge können angeglichen werden, auch automatisch. Dann muss man ein bisschen die Straßen zirkeln, je nach Gefälle. Ich meine, hier, okay, wäre es auch bei dem Spiel schwierig. Aber andere Spiele haben ja schon beim leichten Hügel das Problem, dass man nichts ordentlich bauen kann. Das ist hier erst wirklich, wenn es rot wird, dann wird es kritisch. Bei Gelb kann man noch ordentlich bauen eigentlich. Dann müssen halt Erdarbeiten ausgeführt werden und zack, die Bohne, läuft die Schote. Okay, okay. Die werden nach und nach fertig. Ihr werdet doch angeliefert von irgendjemandem mit Treibstoff. Oh. Oh. Okay. Der kriegt schon 5 und das sind 4. Das macht ein Einzelner. Dann brauchen wir da nochmal einen 9. Weil wir bauen richtig viel. Also die Dings schlucken ordentlich. Jetzt ist so die Sache. Wir wollen ja auch Treibstoffverteilungscenter bauen. Wäre das eine gute Stelle, den Treibstoff nach hier zu bringen und von hier zu verteilen? Dann müssten die... Obwohl, an der Autobahn wäre vielleicht besser, die hier dann später das Autobahnkreuz. Dass hier vielleicht eine Ausfahrt kommt, dann kommt das hier hin. Aber wir bräuchten es jetzt langsam. Andererseits haben wir auch genug Geld. Letzten Monat nur 5000 eingenommen. Ja gut, weil keiner, wir zu wenig Einwohner haben. Aber wir haben jetzt die großen Baubüros. Dann sollte sich das hoffentlich ändern. Okay, alles von da holen, das von da holen, das von, ich glaube, den da holen. Und das kopieren wir auf. Geht nicht. Warum nicht? Okay, jetzt geht's. Das kann nicht. Okay, warum nicht? Weiß ich auch nicht. Ah, die. Ja, wir können nur das angeben. Aber konnte man nicht das... Die konnten doch eigentlich alles über die Grenze holen. Wenn sie, also dann, wenn das nicht mehr geht, sind doch die Hubschrauber ein bisschen sinnlos. Oder muss man erst was erforschen? Weil die sind dann immer hinter die Grenze geflogen. Das hat ein bisschen gedauert, aber das fand ich natürlich sinnvoll. Oder holen die alles automatisch hinter der Grenze? Ah, hier. Das musste man setzen. Ah, außerhalb der Grenze besorgen. Okay, aber das von hier. Oh, okay. Ja, so viel zum UI, nicht? Ihr habt es vorhin noch gesagt. Das UI kann die Pest sein. Wenn man eine Sache auch nicht oft nutzt oder nicht oft genutzt hat, dann steht mir erstmal da. Okay, Hubschrauber. Jetzt geht es natürlich um die Gesamtkapazität und ich glaube, der... wir brauchen einen Hubschrauber Fracht und es gibt nur einen Hubschrauber für Fracht. Das ist natürlich auch irgendwie toll. Den MI-10. Haben wir keinen anderen Frachtheli? Wow. Gibt es nur noch einen?
Okay. Der kostet 245.000. Davon können wir zwei holen. Das gleiche machen wir hier auch. Oder können wir den auch von hier ziehen? Oh, warte mal. Hubschrauber nur Fracht. Wie viel schaffst du denn? Der schaffte weniger, nicht? 9. Und der hier schafft nämlich 13. Nee, dann holen wir den. Schon mal wichtig. So, Quellgebäude für Schüttgut und für den Busbahnhof haben die. Ja, wir sagen 3 Kilometer. Dann können die da nämlich helfen. Und wir brauchen... Die kriegen hier nur einen Bus oder so. Oder kriegen die Busse? Ja, passt schon. Dann kriegen die hier. Wir brauchen unbedingt Kräne. Kräne können wir nur an der Grenze holen. Das machen wir mal hier. Turmdrehkran. Wir haben ja Geld. Oh, gibt nur noch einen Turmdrehkran? Okay. Hä? Gebrauchtfahrzeuge. Ich wollte doch nicht Gebrauchtfahrzeuge. Deswegen gab es doch nur noch einen Kran. Okay. 65. 95. Okay. Jetzt stehen die da natürlich rum. Okay, wir brauchen einen Transporter auf jeden Fall. Mit offener Ladefläche und Gesamtkapazität. Und der kann 18 Tonnen transportieren. Oh, jetzt haben wir ja ganz andere LKW auch. Dann holen wir den natürlich. Bei dem muss man übrigens aufpassen, der kann keine Kräne oder Sachen transportieren. Nur die, die unten 16, 18 Tonnen stehen haben. Der kann 27 Tonnen. Aber der ist doch geteilt. Ich glaube nicht, dass das geht. Der kann zwar 27 Tonnen laden, aber 13 und 13. Der kann zwei Dinge auf einmal laden, aber nicht eins. Das werde ich jetzt herausfinden. Wir holen die beiden. Und wir haben jetzt hier ein bisschen was drinstehen. Ich weiß nicht, warum ich die U-Bahn gekauft habe. Das war natürlich scheiße. Die hat uns 1 Million gekostet, nicht? Ah, wartet mal. Das ist mir zu viel. Oh, die Kack-U-Bahn. Weil ich auf Gebrauchtdinger gegangen bin. Oh, nee. Ich habe, glaube ich, gleich 2 U-Bahn gekauft auch noch. Und dann eine gebrauchte Scheiß-U-Bahn. Okay. Besser. Hatten wir hier schon die... Ah, hier hatte ich noch nichts gemacht, nicht? Ah. Gut. Aber ist ja schnell erledigt. Busbahnhof. Oh, kopieren. So. Aber das war ein richtig scheiß Move. Wir können hier schon mal die beiden Fahrzeuge kaufen. Dann sind die nämlich schon da, wenn wir sie brauchen. So. Drei Kilometer. Drei Kilometer. So. Eigentlich will ich ja gar nicht, dass der Arbeiter holt von der Grenze. Aber ich glaube, der kann eh keine holen. Und hier konnte man auch nicht alles reinpacken in dieses Baubüro. Hubschrauber fragt. Aber kann man hier nicht andere Fahrzeuge kaufen? Kann man hier nur noch die haben?
Ach so, erst wenn ein Hubschrauber vorhanden ist, kann ich die kaufen. Okay, das ist auch ein bisschen komisch. Wenn man Sachen bei Wish bestellt. Ja, so in etwa. Das ist schon dumm gelaufen gerade. Aber zum Glück hat das Spiel gut gespeichert. Ich meine, das ist auch Auto und das ist... Ah, okay. Reden wir nicht drüber. Turmdrehkran. Jetzt können wir den hier nochmal holen. Und ich würde sagen, dann viermal. Erstmal zweimal da. Und dann würde ich behaupten, du holst von hier die Fahrzeuge. Bis ich das mal geschnallt habe, da, wie das funktioniert übrigens. Das war wirklich hohe Kunst. Und die sollen dahin und warten bis voll. Okay. Und dann starten wir mal und dann gucken wir mal. Was der jetzt so anstellen wird. Und wir brauchen dann langsam auch unbedingt Asphalt. Da brauchen wir aber Kohle und bei Kohle brauchen wir 1000 Arbeiter allein dafür. Und wir haben so viele offene Dinge. Und ich finde, die Kohle sollte dann auch bei der Menge an Menschen... So, hat der was geladen? Nö. Nicht wahr? Aber wir haben hier noch einen Versuch. Also, er hat nichts geladen. Neue Fahrzeuge, gebrauchte Fahrzeuge entladen. Man kann hier noch raufgehen und sagen, zeige mir, was du laden kannst. Der kann den nämlich nicht laden. Ich habe nämlich gerade eine Vermutung, dass ich nochmal laden darf. War auch der, den ich transportieren darf. Kann das sein? Ist ein bisschen versteckt, dieses Menü, was der... Doch, der kann den transportieren. Okay. Wollte ich doch aber wohl meinen, dass der andere das nicht kann. Da bin ich fast nicht im Zollhaus. Also nochmal, wir wollen hier uns beladen und wir wollen uns hier entladen und starten. Weil das ist nämlich eine Fehlangabe im UI. Da würde ich sagen, das ist schon eher ein Bug. Weil das Ding kann halt 2x13 laden, aber es steht 26 da. Klar kann es 26 laden. Wenn du zwei kleine Fahrzeuge transportieren musst, wie zwei Raupen, ist der natürlich super, weil er zwei auf einmal transportieren kann. So. Aber ansonsten ist es natürlich Nonsens, nicht? So, die kriegen einen davon. Die kriegen einen davon. Es geht auch schon ins Geld. Eine Million. Die Hubschrauber. Ah, okay. Dann war nicht die U-Bahn das teure, sondern die Hubschrauber. Die aktuell nicht fliegen können, weil natürlich kein Treibstoff da ist. Den wir nämlich dahin liefern lassen wollten. Was ich auch wieder vergessen habe. Gesamtkapazität. Ich verstehe zum Beispiel den Sinn nicht hinter diesem Fahrzeug. Es kann 95 km/h fahren wie das andere. Es hat mehr KW, was hilft mir das? Aber es ist kürzer. Und deswegen kannst du eine Tonne weniger transportieren. Eigentlich ist eher die schlechtere Wahl, für mehr Geld weniger zu transportieren. Und er ist die günstige Wahl gegenüber ihm hier, nicht? Ein bisschen weniger, ein bisschen langsamer, aber nicht so, dass es auffällt, wenn man sparen muss. Ich würde sagen, wir brauchen schon mindestens drei davon, um die Hubschrauber zu befüllen. Und jetzt gucken wir mal, wo ist unser... rumänischer Transporter hin.
Hat der schon geladen? Ja, er hat sogar schon abgeladen, den ersten Kran. Sehr gut. Das ging aber fix. Neue Lok verfügbar. Dann werden wir ihn mal verfolgen. Oh, er kann über eine Kiesstraße überholen? Das ist auch neu. Das habe ich noch nicht gesehen. Er muss aber deutlich schneller fahren können. Das heißt, der andere fährt auf der Straße, obwohl die 60 ist, langsamer? Okay. Aber ich finde das so cool, dass man sich beladen muss. Aber wenn wir jetzt Plattenbauten bauen und sowas, dann ist das natürlich praktisch. Zieh vorbei! Jetzt ist er beladen, jetzt kann er nicht vorbei. Ist nicht schnell. Oh! Okay, das war jetzt nicht so smooth. Einfach durcheinander gefahren. Oh, und wenn er den hier abgeladen hat, dann muss er das in den anderen bringen. No. Und zwar nicht Bauamt 2. Ja, ja, mindestens 2 Halte, sondern Bauamt 1. Und dann kriegt dieses Bauamt noch den... einen davon, damit das die Kräne transportieren kann. Dann brauchen wir Bagger. Oh, Stufe 17 aber nur. Was soll ich mit diesem Bagger? Haben wir die. 2 Bagger. Betonmischer. Gibt es auch die? Den habe ich neulich auf der Straße gesehen. Der fuhr hier noch irgendwo rum, so einer. Mit so richtigen Abstand dazwischen und einem kleinen Aufbau und so. Ja, 12 Tonnen. Klingt doch gut. Würde ich holen. Planierraupe, da ist auch nichts passiert. Wo ich jetzt auch die. Straßenkram brauchen wir nicht. Wir haben Kräne. Bus. Ah, in dieser Version habe ich keine Busse geholt gehabt. Straßenweizen. Wir wollen auch langsam dann irgendwann Straßen bauen. Kipper. Da dürfte viel passiert sein. 17 Tonnen, 14 Tonnen, 13 Tonnen. Ich würde sagen einfach 4 davon, oder? Und dann lassen wir die da alle erstmal ankommen. Ein Gebäude brennt. Oh no. Direkt neben der Feuerwehr, aber zum Glück. So, ihr hier, ihr kriegt eine neue Route. Ihr beladet euch mit Treibstoff und dann hier entladen Treibstoff, hier entladen Treibstoff, hier entladen und hier entladen. Okay. Hier jeweils 40% und hier jeweils, sagen wir 20 und bei den anderen 30. Mal gucken, ob es so gut ist. Starten. Linienabstand aktivieren und raus mit euch. Dann können nämlich die Helikopter zumindest schon mal mitfliegen. Und ist noch nicht mal ein Kran da. Oh, ich hoffe nicht. Ich habe die da hinten geblockt oder so. Nee, gut. Weil wenn man zu schnell hintereinander kauft, entstehen manchmal unliebsame Momente wie diese hier. Und dann gibt's Ringelpiez mit Anfassen, ihr kennt's. Ja, da habe ich zu schnell gekauft. Ihr habt nichts gesehen. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Ah, da ist auch der... Der transportiert einen LKW. Der LKW transportiert einen LKW.
Was? Ich habe alles gesehen in diesem Spiel. Warum? Du solltest einen Kran transportieren und keinen LKW. Ey, das ist verrückt. Okay, okay. Und abgeladen. Hä? Ja, eben. Ja, was jetzt? Beladen. Ja, du sollst dich doch entladen. So, das hat uns jetzt wie viel gekostet? 1,4 Millionen. Eieiei. Und das nur für das eine Bauamt. Und die beiden anderen. Ich würde das alles noch in diesem Monat pressen, dass der so richtig die Ausgaben hatte. Okay. Dafür will ich wissen, was ich bei dem hatte. Und das kaufe ich hier auch. Zwei Busse nochmal. Okay, wir noch Betonmischer. Zweimal die. Dann Kipper. 1, 2, 3, 4 hatten wir da. Straßenkrane wollten wir nicht. Straßenwalze haben wir gesagt 2. Planierraupe haben wir gesagt 2. Bagger haben wir gesagt 2. Der steht schon da, der steht schon da. Baumaschinen immer damit transportieren. Ich glaube, das war's, oder? Und dann einen haben wir schon, der fährt da noch rein und die beiden Kräne kommen noch. 1,7 Millionen haben uns die Fahrzeuge gekostet. Das ist eigentlich so der große Punkt am Anfang, nicht? Dass das alles so viel kostet. Ja, die snacken alles weg, die Helis. Und da startet unser erster Heli. Hä? Ich wollte das UI ausblenden. Jawoll. Im Tandemflug. So geht das. So holt man Kies von der Baustelle. Richtig effizient und gar nicht Treibstoff verschwenden. Hahaha. Das ist die Zukunft! Vielleicht auch nicht. Forschung ist abgeschlossen. Dann werden wir weiter forschen. Fließbänder, ja komm, hier Halbleiter. Und du forschst auch noch, bist aber auch gleich fertig. 4000 Leute, 177 ohne eigene Wohnung. Okay. Wir warten, bis das hier einmal halbwegs fertig ist, alles. Und dann geben wir die anderen Baustellen frei. Hier haben wir sogar noch ein paar Fahrzeuge übrig. Da können wir dann je nach Bedarf die Sachen dazu holen. Aber klar, wir müssen ja irgendwann auch investieren, nicht? Es hilft ja nicht zu sagen, oh, ich kaufe nur ein LKW pro Monat, um immer im Positiven zu sein. Oh, solange wir über 2 Millionen bleiben, gebe ich das Geld auch aus. So ist nämlich die, ja, Regel, die ich mir selber gesetzt habe. Hier, komm, du erforscht jetzt Bauxit da. Du bist das Geologische Institut. Und das Praktische ist halt, die Helis liefern hier zum Beispiel jetzt schon den Kies hin und den Beton und solche Sachen. Während noch gar keine Fahrzeuge hier ranfahren dürfen oder können. Das heißt, die kommen an Stellen ran, wo man vielleicht noch gar keine Straße setzen konnte. Und hier können wir übrigens auch nochmal Fahrzeuge jetzt reinpacken. Aber, ja, später. Also wir haben genug Baubüro-Reserven. Wenn wir merken, oh, das dauert uns zu lang, dann können wir die jetzt immer wieder nachholen. Alles erledigt. Ach, Leute. Endlich getane Arbeit. Ein bisschen zurücklehnen. Und warten.
einfach auch mal dem Treiben zugucken. Ist er jetzt eigentlich hier fertig? Wo ist denn? Eigentlich muss doch der eine hier noch rumgurken und den Kran transportieren. Wo ist der denn eigentlich? Das bist du doch. Ach! Stimmt, ich habe nur zwei Kräne gekauft. Damit ich nicht außersehen was falsch kaufe. Dann holen wir noch die zwei Kräne. Das macht ja Sinn. So. Und ich habe gesehen, der hat noch einen von dem. Das kriegst du auch, weil sonst können wir nicht alles transportieren. Zack. Und der hat eh viel weniger. Was fehlt dem Bauamt dann? Was das andere hat? Zwei Kräne, ein Fahrzeug. Das sind die. Dann zwei von denen, zwei von denen, zwei von denen, zwei von denen. Zwei Busse. Achso, der eine fährt noch. Okay, ja, die beiden Kräne und die beiden Fahrzeuge. Okay, nee, ist alles da. So. Treibstoff füllt sich auf, aber hier, da kommt nicht genug Treibstoff rum. Dementsprechend müssen wir die Route ein bisschen anpassen. Und sagen, die kriegen hier nur 10%, das reicht völlig. Und die kriegen jeweils 40%. Jetzt können wir auch zum Beispiel Straßen bauen, wie die hier. Und da wird trotzdem Kies hingeliefert. Von den Hubschraubern. Guck, wie schön die beladen sind. Und jetzt ist richtig was los hier am Himmel. Das geht natürlich auch super flott, weil die über alles drüber hinweg einfach segeln können. Letzte Chance zum Kauf. Preise sinken. Interessiert uns nicht. Alle Bauämter zugewiesen. Oh, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das hier? Hubschrauber. Die beiden müssen zugeordnet werden. Das ist wichtig. Oh, das Kabel hier ist auch noch nicht fertig. Oh, das ist auch ein echt elendiges Kabel. Maximale Am... Hier sind die Arbeiter drin, in dem Kabel. Mmh. Oh, Mann. Alter, in diesen Dreckskabel sind die ganzen Bauarbeiter, die 100 Stück, die fehlen in den Fabriken. Deswegen kriegen wir kein Dings mehr, keinen Stoff mehr raus. Mann, es sind echt kleine Teile, die euch echt kaputt machen können. Das ist fies auf jeden Fall. Treibstoff geht zu gut runter, weil hier auch keiner drin ist. Ja, er liefert auch keine Arbeiter. Okay, wir haben definitiv ein Arbeiterproblem jetzt. Ein Kran ist da. Wenn der zweite Kran kommt, dann würde ich sagen, legen wir das zu den Akten. Da ist er. Den verfolgen wir jetzt. Und dann können wir mit den Bauämtern den Rest bauen. Ich meine, das waren jetzt die größten Investitionen, die wir noch zu tun hatten.
Jetzt sind die großen Investitionen nur noch die ganzen Industrien, die wir aufbauen. Jetzt kann ich auch endlich zocken, sagt Don Öko. Erster Tag nach dem Urlaub und der Schreibtisch voll Papierkram bis unter die Decke gehabt. Ja, ich war ja heute auch quasi erster Tag nach Kranksein auf Arbeit und auch wieder tausend Sachen, die ich hätte lösen sollen, von denen ich gar nicht weiß, was nicht meine Abteilung ist. Der klassische Spruch, nicht? Nicht meine Abteilung. Aber es ist halt wirklich nicht meine Abteilung. Ich bin Frontend-Entwickler und wurde irgendwelche Sachen übers Backend gefragt. What? Das war schon ein bisschen komisch. Also ich weiß vieles, auch von den Backend-Sachen, aber nicht alles, was im Backend abläuft. So. Von der Route entfernen. Dann ist dieses Bauamt auch fertig. Das Bauamt ist fertig und das Bauamt ist fertig. Dann können wir die wunderschönen Lebensmittel... eine andere Struktur ist im Weg. Ach so, das ist nicht die... Ich wollte gerade sagen, ist das eine Straße? Nee, das ist gar keine Straße. Dann wollen wir hier nämlich die Straße erstmal noch aufbauen lassen. Und ja, wir... Ich glaube, wenn wir das so anbinden, dass die hier gar nicht vorbei müssen, wäre das gar nicht so verkehrt. Dann können die hintenrum nämlich direkt losjuckeln. Ja, ihr habt Stau. Ich habe auch manchmal Stau. Was soll das? Meckert nicht. Jetzt fahren sie los. Aber jetzt haben wir auch Kräne. Wir können große Sachen bauen. Baumaschinen nur mit LKW transportieren. Das Ding kriegt Priorität. Die Lieferkette hat auch Priorität. Obwohl, wir machen mal die hohe Priorität hier rauf. Und die hätten hier grundsätzlich hier erstmal alles. Und jetzt planen wir noch ein paar Einwohnerchen. Wir haben echt so ein krasses Einwohnerdefizit. 180, 220 Arbeiter hier drin. 85 Qualität. Das war ein Absturz. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder.